Literatur im November. Die 22. Auflage startet heute in der Richard-Müller-Schule. 5 spannende Autoren hat die Schule wieder organisiert, die in den nächsten Tagen an den Fuldaer Schulen unterwegs sind und ihre Texte präsentieren und Schülern Literatur näher bringen. Wir sind gespannt, was wir heute schon sehen dürfen, und wir nehmen euch jetzt einfach mit. Aber was den Fun-Faktor in Hoffmanns Survival Camp angeht, da war viel Luft nach oben. Hoffmann hatte so ziemlich alles in seinem Camp verboten, was auch irgendwie den Hauch von Zivilisation hatte. Handys, Duschgel, Zahnpasta, ja selbst Toilettenpapier war tabu. Willst du, dass sie dich finden? Soweit ich weiß, halten Hunde es auf die Dauer nicht ohne Menschen aus. Nein, sagte Bote schnell. Ich möchte nicht von Menschen gefunden werden, nur wenn es die Kinder sind. Und sieht erstmal gar nichts. Es regnet. Es regnet in Strömen und ich bin Ihnen überhaupt nicht böse, dass Sie nicht mitregnen lassen, aber das tun die Kinder immer. Die lassen nämlich auch die Regen trocknen. Ich danke Ihnen, Sie sind aber ein wunderbares Publikum. Warum nicht? Dachte ich, ich habe noch nie geheiratet und eine Florentine stellt sich das ziemlich romantisch vor. Also hatten wir geheiratet. An einem Dienstag. Und an einem Mittwochmorgen stand ein blauer Drache in meinem Badezimmer.